die Sommersonne ist besonders kräftig und sie tut der Seele und dem Geist gut. Und besonders zu dieser Zeit, in der Sommerzeit, sind die Heilkräuter am intensivsten. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu meiner Sendung Heilkräfte der Natur. In dieser Sendung stelle ich Ihnen heute vor Kräuter, die im Garten wachsen können, die Sie ganz leicht anbauen können, sogar auf einem Balkon, die zu einer auf der einen Seite erfrischend sind oder vielleicht belebend, kühlend und beruhigend. Und heute stellen wir eine Kräuterlimonade her aus einem Kräutertrio von Salbei, Rosmarin und Pfefferminz. Und diese Kräuterlimonade ist kühlend, erfrischend und belebend. Der Salbei ist vor allem bekannt als gutes Küchengewürz und als Kraut bei Halsentzündungen oder Zahnfleischentzündungen. Was weniger bekannt ist, ist die vitalisierende und konzentrationsfördernde Eigenschaften des Salbeis. Schon bei den Gelehrten in der Antike war er deswegen hoch angesehen und besonders geschätzt. Und neueste Studien belegen genau dies. Schwangere sollten nicht zu viel vom Salbeitee trinken. Für Frauen hingegen im Wechsel oder für junge Mädchen in der Pubertät ist er sehr zu empfehlen. Der Salbei hat zusätzlich noch die Eigenschaft, dass er hilft, unser übermäßiges Schwitzen zu regulieren. Also, er belebt unsere Vitalkraft, beruhigt die Nerven und lindert übermäßiges Schwitzen. Erfrischend und kühlend ist die Pfefferminze und bei Verdauungsstörung bringt sie Linderung. Sie löst Krämpfe und das Pfefferminzöl ist ein unverzichtbares Mittel bei Kopfschmerzen. In unserer Kräuterlimonade bringt die Pfefferminze Frische und Kühlung. Erfrischend. Der Rosmarin vertreibt psychische Anspannung, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Ich kann nur empfehlen, morgens einen Tee aus Rosmarin zu trinken. Er hilft uns, wach und gut gelaunt in den Tag zu starten. Rosmarin fördert zudem die Durchblutung und stärkt das Herz. Das wusste schon Sebastian Kneipp. Wir nehmen den Apfelsaft, denn er wirkt im Körper aufgrund seines Gehaltes an Kalium, Calcium und Magnesium basisch. Und das ist etwas, was wir in unserer heutigen Zeit sehr gut brauchen können. Zudem erhalten wir vom Apfelsaft zusätzlich noch viel Vitamin C und das schenkt uns auch die Zitrone. Nun nehmen wir die geernteten Kräuter, schauen auch, ob alle Blätter schön sind. Wir nehmen nur die schönsten. So, geben wir der Mutter Natur zurück und binden ungefähr diese Menge an Kräuter zusammen zu einem Bund und werden es gleich in einen Apfelsaft, in einen trüben Apfelsaft geben, hängen. Deckel rauf und lassen das Ganze mindestens 2 Stunden ziehen und am besten über Nacht. Das nennt sich in der Fachsprache einen Kaltauszug und so erhalten wir das ganze Aroma dieser 3 Pflanzen in unseren Apfelsaft und die harmonieren übrigens sehr gut miteinander. Der Rosmarin gibt die Würze, der Salbei gibt eben auch den würzigen Geschmack und die Pfefferminz die Frische. Für 1 Liter, also es sind ungefähr 700 Milliliter Apfelsaft, habe ich hier 2 Zitronen ausgepresst. Es gibt dem Ganzen die feine Säure. Und damit es natürlich noch köstlich süß schmeckt, habe ich hier einen Blütenhonig. So. Aufgespritzt wird unsere Limonade mit Mineralwasser. Ungefähr halb-halb. Das riecht schon gut. Fertig.
ist unsere Sommerlimonade, die uns belebt und erfrischt. Zum Wohl. Gut, ja. Hildegard von Bingen nannte die Melisse Herztrost. Sie beruhigt und verhilft zu einem angenehmen, ruhigen Schlaf, stärkt die Nerven und vertreibt Unruhe und Reizbarkeit. Eine Tasse Tee vor dem Zubettgehen ist sehr zu empfehlen. Das Johanniskraut ist der Seelentröster unter den Pflanzen. Er vertreibt die schlechte Stimmung und erhält das Gemüt. Er wirkt auf das Zentralnervensystem ein, ohne es zu dämpfen. Achtung ist gegeben bei lichtempfindlicher Haut. Und wer vielleicht etwas mehr Ruhe braucht oder Kräuter zur Aufhellung der Stimmung, dem kann ich empfehlen einen Eistee aus der Mischung mit Lavendel, Johanniskraut und Melisse. Der Duft des Lavendels wirkt für mich schon beruhigend. Auch der Anblick wirkt beruhigend. Beliebt sind die kleinen Lavendelkissen, sie sollen beim Einschlafen helfen. Diese Wirkung entfaltet der Lavendel auch in unserem Eistee. Zudem fördert er die Konzentration und bringt sanfte Linderung bei Kopfschmerzen. Sie können sich aus den oben genannten Kräutern alle zusammen auch ein Bad zubereiten. Geben wir hier ein paar Blüten dieser Melisse hinein, denn ein bisschen anquetschen tun wir den Lavendel. Und von der Menge her, so für einen halben Krug, kann man sagen, ungefähr eine halbe Handvoll frischer Kräuter. Und es geht wirklich nur ums Anquetschen, so damit die Aromen sich ganz gut verteilen können. Dieses gibt einen hervorragenden Blütentee. Der beruhigt, fördert den Schlaf. Also genau das Richtige nach einer arbeitsreichen Zeit. Ja, also wir geben das da hinein. Das Wasser habe ich schon vorbereitet in einem Krug. Wir machen hier, wie gesagt, einen Teeauszug. Bitte circa 10 Minuten ziehen lassen und dann abkühlen. Okay, das passt. Jetzt hat der Tee 10 Minuten gezogen. Man sieht es schon an der Farbe, wunderschön. Natürlich, damit der Eistee geschmacklich etwas aufgepeppt wird, habe ich hier ein bisschen Apfelsaft. Reicht. Jetzt geben wir mal die Eiswürfel dazu. So. Und fertig ist der Feierabend-Eistee. Meist ja gut. Super. Marlin, komm, du kriegst auch einen Schluck. Ja, gerne. Wie man den Feierabendtee macht. Beruhigt die Nerven. Ah, ja. Den nenne ich Nervenstarkeistee. Mhm. Okay. Bitte. Gell? Mhm.
6 Kräutern können wir wunderbare Getränke herstellen. Vielleicht animiert Sie das ja dazu, selber auf Ihrem Balkon oder im Garten diese Kräuter anzupflanzen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer und freue mich auf die nächste Sendung in 6 Wochen. Bis dahin eine schöne, angenehme Zeit. Auf Wiedersehen.